Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gears 5. So, in der letzten Folge sollten wir ja zur Mine gehen praktisch und ja, dass wir Minen holen, damit wir das Eis brechen können. Wir haben ja irgend so ein Signal unterm Eis und das sollen wir jetzt natürlich dem folgen. Und ja, da hieß halt, wir sollen zur Mine gehen, da gibt es bestimmt irgendwelche Granaten oder sowas, die das Eis brechen können. Und hier sind wir soeben angekommen, da machen wir jetzt noch weiter. Und wenn euch die Folge gefolgt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da, alles gerne sehen. Aber jetzt würde ich sagen, macht das Bildfachgerät an, dann geht's auch schon los. Servus, Leute. Gut, dann starten wir mal. 10. Folge übrigens schon. Bin gespannt, wie lange es noch geht, das Game. Ja, ein paar Folgen werden schon noch werden. Auch ein kleiner Weg, da geht es aber wahrscheinlich zurück, oder? Ja, okay. Und entschuldigt hier mein Kappe. Das Zeichen ist grün. Und ja, das sind natürlich jetzt der Key. Der Key ist jetzt ein bisschen aus, der Greenscreen. Also sieht es ein bisschen komisch aus, ihr seht es ja. Da ist der Baum drin. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Es geht runter. Okay, gehen wir runter. Mach doch mal. Da ist die Mine. Marcus, wir sind hier. Was weißt du über diesen Ort? Mal sehen. Eine alte Nacht. Aber vorher kein Schnee, oder? Industrie, seltene Metalle. Die Firma wurde von der Chor verstaatlicht, kurz vor dem E-Day. Also keine Aktivität seit dem Krieg? Keine Chor-Aktivität. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, danke. Wir melden uns. Was hat's mit dem Kahlschlag auf sich? Wahrscheinlich für die Mine. Baumaterial. Die Holzindustrie ist nicht gerade mein Metier. Wow, es gibt also doch etwas, das dein Wissen übersteigt. Hey, ich weiß eben gern Dinge. Ist das etwa falsch? Ziemlich ruhig hier alles. Keine Gegner in Sicht, aber die werden bestimmt noch kommen. Okay. Ah, da könnte man mal schauen. Moment, ich sehe mir das an. Okay. Komponenten. Die Brücke zur Mine ist blockiert. Entgleist der Zug. Es muss doch einen anderen Weg rüber geben, oder? Bestimmt. Mal sehen. Okay, sieht gut aus. Ich nehm's zu. Lass den Strom! Ausschalten! Vorsicht auf dem Eis! Hab sie!
Okay, sieht gut aus. Oh, nochmal. Das ist ein Strom! Vorsicht auf dem Eis! Da kommen wir nicht durch. Okay, sieht gut aus. Ich bin vor. Das ist vor. Aufschalten. Vorsicht auf dem Eis. Alter! Okay, sieht gut aus. Ich nehm's vor! Das ist der Strom! Aufschalten! Vorsicht auf dem Eis! Feind ausgeschaltet! Fähigkeit nutzen. Perfekt. Dropshot. Erledigt. Die wollen uns eindeutig nicht in der Mine haben. Ja, aber wir müssen da raus. Nehmen wir den Lift. War nämlich auch noch eine. Ach, hier wird Baskel wieder. Warte mal. Die war aber eigentlich gar nicht schlecht, gell? Okay, gehen wir noch weiter. Jack, brich die Tür ab. Die andere Flussseite! Ich sehe sie! Halt sie auf! Ah, kann ich sie rausschicken, ja? Thank you.
So, warte mal, ich muss draufklappen, oder wie? Kommen noch mehr! Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben! Oh.
kommen noch mehr! Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben! Alles sauber. Und der Lift sollte startklar sein. Gut gemacht. Hey, hey, hey. Ich muss schnell noch mal ein bisschen umschauen, ob die da irgendwelche Waffen hier gelassen haben. Schauen wir doch mal darüber. Hier sind auch ein paar Gegner gefallen. Genscher. Okay, scheint so nichts mehr zu sein, glaube ich. Sekunde. Das war ein Mannkommenlager. Lena, Nosco, ich bitte, sie kamen von hier. Könnte stimmen. Okay. Aber das heißt... Das heißt, dass uns gleich ein Kampf bevorsteht. Was ist das hier? Das ist wie Mina Sprengstoff. Ausgefranste Springerzahnkette. Okay. Oh, geh halt runter. Sind wir jetzt hier lang oder in die andere Richtung? Weiß ich nicht. Gehen wir eher in die andere Richtung, in den Tunnel rein, aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Wo willst du denn hin? Wir müssen in die Mine. Ja, wir werden gucken, ob es noch irgendwas gibt. Auf geht's. Und Nosco die Wahrheit sagen, wurde der Ort ausgelöst. Pass bloß auf. Sie haben sich offenbar heftig gewehrt, aber keine Leichen. Die Pumpen sind voll.
Lass uns das hier auch. Ich dachte, wir wüssten, wo alle Non-Cons sind, aber wir haben eine Menge übersehen. Non-Cons wollen nicht gefunden werden. Vor allem nicht von der Seite. Besser wir finden sie als der Schwarm. Oh, 5 Stück gleich. Darüber nachgedacht, was mit Leuten in Kapseln passiert. Ich versuch's nicht zu tun. Aber vielleicht ist da noch ein Teil von mir. Ein Funken Menschlichkeit. Da ist nichts Menschliches mehr. Wir sollten weiter suchen. Noch drin. Okay, das ist voll. Hilfst du mir bitte? Ja, du bist auch jetzt tot, Mensch. Ich bin getroffen. Alter. Alter, ist doch beschissen. Heftig. Okay, es wird jetzt gar nicht so einfach, glaube ich. Ich kann hier nicht ausweichen.
Das ist so heftig. Warte, ich bin gleich da. Ich versuche. Alter. Okay, wir müssen jetzt erstmal gleich weg. Da, Kescher! Knallen wir ihn ab! Jack, weg! Bin getroffen! Ihm. Unglaublich. So einfach, ey. Kate, dieser große Bohrer liegt bestimmt mit Phosphortreibstoff. Okay, und? Also, wenn man Phosphor, Wasser oder Sauerstoff aussetzt, entzündet er sich. Das könnte unser Eisproblem lösen. Dann nehmen wir, was übrig ist. Jack, erweist uns die Ehre. Also, wollen wir etwas Eis schmelzen? Das war's doch nicht! Chef, beschützt den Treibstoff! Wenn er hochgeht, war's das! Wie bitte?
Eieiei. Kann der auch mal einen umbringen, oder? Auch nicht tarnen. Es ist nicht mehr allzu weit. Ach ja, dann sag das mal denen. Okay. Jetzt können wir das gar nicht öffnen. Komm schon, hilf mir! Los, Jack, Bewegung! Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Marcus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst. Mal schauen, ob wir so gut da durchkommen. Scheiße, Kate! Da sind noch mehr! Dann kämpfen wir uns den Weg über die Brücke frei! Bestimmt noch ein dicker. Irgendwo kommt bestimmt noch ein dicker Mops. Verdammt! Okay, ich hätte gerne stehen bleiben müssen. Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Marcus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst. Del, da sind mehr! Kämpfen wir uns einen Weg über die Brücke!
was da! Verdammt! Dann muss ich weiter zurückkommen. Ich helf dir! Das war's. Ja, ab durch den Zug und dann raus hier. Ja, guck mal, das schafft er jetzt doch. Jetzt normal hier rechts, oder? Nun, hierher zu kommen, war zweifellos eine einmalige Erfahrung. Die scheint sich da draußen zu stapeln. Ich muss immer wieder an die armen Leute in der Mine denken. Was du im Tunnel gesagt hast. Du hast recht. Man hatte zu Grafikfehler, oder? Wir hätten sie finden müssen. Ja, aber du hattest auch recht. Man kann niemandem helfen, der das nicht will. Wie JD zum Beispiel. Ja. DJD. Meinst du, er wird irgendwann wieder er selbst? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Wollen wir das wieder gleich rausfinden? Nee, wenn wir uns links halten? Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Ja, mit der Räuberleiter wahrscheinlich. Na los, hier hoch. Zum Skiff geht's da lang. Sehr schön. Abgeschlossen. Jack, kannst du den Phosphor noch tragen? Schön zu hören. Siehst du, langsam magst du ihn, oder? Jack ist ein guter. Oh, da geht ihm sein kleines mechanisches Herz auf. Übrigens danke, dass du da bist. Wenn du nicht hier wärst, wäre das Ganze... Es wäre schwierig. Gut, Leute, dann will ich jetzt aber sagen, machen wir an der Stelle auch jetzt Schluss und natürlich in der nächsten Folge geht's weiter. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mich ein bisschen unterstützt. Würde mich auch alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.